Einen wunderschönen guten Tag, Moinsen, willkommen hier zurück zu Daisy. Wir machen weiter, wir wollen jetzt hier ein bisschen im kleinen Military-Lager sozusagen hier ein bisschen looten. Wie heißt denn das nochmal genau hier, wo wir uns gerade, oder ich mich rumtreibe? Ostri Military. Ne? Soll ich noch weiter ranzoomen? Ich glaube, das reicht, oder? Gucken wir mal, und dann werden wir eventuell die Straße folgen. Oder wir gehen links runter. Krasnostav. Nach Krasnostav? Da haben wir eine Police. Da haben wir auch was zu trinken. Wäre nicht so weit weg. Wir müssen mal gucken. Warum zeige ich schon wieder einen Daumen? Ich zeige immer einen Daumen. Einen Daumen weg. Ist ja merkwürdig. Gibt es da oben Loot? Ich glaube, das ist ein Rucksack. Ich dachte, ich hätte gerade einen Rucksack gesehen. Was liegt da denn? M4A1 Kup Schulterstütze. Nun, nimm mal mit. Ich hoffe, wir bekommen auch mal einen größeren Rucksack. Gibt es noch einen größeren Rucksack, als wir den wir gerade haben? Wir haben ja einen Rucksack mit 63 Slots. Doch, jetzt gibt es einen. Ne? Ich glaube, mit 90 sogar, ne? Makellos. Eine Nahkampfschulterstütze für das Sturmgewehr. Ja, nice. Das erste Waffenteil schon mal gefunden. Wie sollte man die Axt in die Hand nehmen? Weil es laufen Zombies hier rum. So, das sind alle Baracken, ja. Kommt man hier auch rein? Da ist Loot. Taktischer Gürtel. Oh, da können wir direkt durch ein Fenster hier. Können wir den auch direkt anlegen? Hat er direkt angelegt, okay. Taktischer Gürtel. Können wir da was dranhängen? Das Trinken, das ist ja das Trinken-Symbol. Ich versuche das mal hier. Ja, nice, das sieht man denn hinten, ne? Moment, ich muss mal Alt gedrückt halten und dann... Da! Jetzt hängt uns das Trinken, der Bottle an der Hose und wir haben Inventarplatz gespart, Leute. Ist das nicht cool? Was kann man denn noch da so dranhängen? Eine Waffe eventuell oder so? Das Symbol sagt mir gerade nichts. Vielleicht Reparat... Ach, das zum Reparieren, ne? Können wir das nächste Set auch da dran baumeln? Nein. Aber ich glaube, das Symbol hier... Also neben dem taktischen Gürtel da links. Da kann man das Reparaturgedöns dran kloppen. Dran hängen, nicht dran kloppen. Und das hier, das Symbol da links, weiß ich keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall da mal rein, ne? Da drüben ist die Tür. Oh, hier kommen wir auch durch. Oh, was haben wir denn da? Kampfhose. 30 Slots. Ah, wir haben mal unsere Fishinghose. Was sagt die Hose überhaupt? Ist sie noch... Ja, ist makellos. Kampfhose. Wir können natürlich auch was mitnehmen und verkaufen, aber wir sind so voll gerade. Wir brauchen einen großen Rucksack. Kampfhelm. Okay, ich würde sagen, die Weihnachtsmütze, ne? Guck mal hier, den Kampfhelm, der muss mit. Die Weihnachtsmütze lassen wir jetzt mal hier. Weihnachten ist ja auch schon vorbei, ne? So, verpackte 9x9 mm. Ja, mehr damit. Was haben wir denn da noch? Sturmhelm. Moment, sind die ja ran. Kugelsichere Helm der lebensbedrohlichen Situation von Spiel, als bisher eingetragen wird. Schützt Kopf und Gesicht mit dem angebrachten Visier. Heilige, ja. Der ist natürlich noch besser, ne? Wir lassen den Helm. Können wir den mitnehmen? Nein. Ich glaube, ich muss mal eine Base bauen oder so, wo ich später mal Sachen lagern kann. Hier auf der PvE. Oh, das Magazin. 30 Schuss K, was? K, ja, K. KA oder 74 Magazin. Wo jetzt die Patronen, Munition oder was, keine Ahnung, irgendwo eine bestimmte Waffe rein muss, da habe ich noch keinen Plan. Das muss ich alles noch lernen. Gewehr, Magazin, noch ein Magazin.
FX45. Waffe, Leute. Eine Waffe. Und das war erst die erste Baracke. Wir brauchen mal einen größeren Rucksack. Taktische Sonnenbrille. Wir nehmen erstmal alles mit, solange es reingeht. Okay, Zombie. Ich habe da eben noch gerade eine Waffe gesehen, aber wir müssen erstmal den Zombie hier. Ich dachte, er kommt. Was haben wir denn hier? Patrouillenhose. 30. Oh, was zu essen drin. Das habe ich gar nicht. Warte mal, die Waffe. Ach, die liegt ja auch in der Umgebung. Genau, was haben wir denn dafür? FX45 demoliert. Wir haben noch eine aufgenommen. Ach, die ist auch demoliert. Halbautomatische Pistole mit der abnehmbaren Magazin in taktischer Variante. Nutzt 45er ACP-Munition. Wir können ja auch beim Trader was verkaufen. Nehmen wir das erstmal mit. Ah, kein Platz. Wie sehen unsere Schuhe überhaupt aus? Abgenutzt. Ich möchte die anderen Schuhe schon behalten, weil Schuhe sind echt wichtig. Kopflampe, brauchen wir die? Ja, wenn es dunkel wird, ne? Ach, die Waffe lasse ich erstmal hier wählen. Wir gucken erstmal, weil das Licht da denn noch. Rauchgranate. Nehmen wir mal mit. Brauchen einen größeren Rucksack. Oder ich sage später eine Base, eine Basis, wo man die Sachen bunkern kann. Aber ein paar Basen bauen oder einfach eine Kiste hinstellen, ist die automatisch gesichert oder so? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin noch ein Anfänger hier. Ach du Heilige, was liegt da denn? Walter, ein Walter-Gewehr. Das Gewehr, was? Da steht alles auf... Ach, German, was? Bei German? Germany? Das Gewehr, 43, okay. Was kommt da für Muni rein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Wir haben Platzmangel. KA-74, das ist ja Gewehr 43. Steht da irgendwie die Munition bei? Nee, ne? 4KG? So Strom, System. Da steht nur eine Info wegen der Waffe, aber nicht, was da für Munition reinkommt. Kann ich die irgendwie an den Gürtel? Nein, das kann ich nicht. Hätte ich jetzt einen Rucksack vielleicht zum Dranhängen? Könnte ich die hier ranklatschen? Nein, geht auch nicht. Demoliert, die Waffe ist doch demoliert, die brauche ich doch eigentlich gar nicht. Das ist die BK, die ich auf dem Rücken habe. Die BK 133. Habe ich dafür überhaupt Schuss? Nee. Mit diversen Gewehren kompatibel, die Munition, die ich da habe. Die 308. Und das ist ja ein Walter-Gewehr. Makellos. Das ist 6 Pump-Action-Schrotflinte mit inneren Magazinen. Gut für Jagd auf gefährliche Beute. 12GA-Boxschuss. 12GA-Munition habe ich sowieso nicht. Schmeiß mal die Waffe weg, komm. Nimm mal die mit hier. Ich glaube, das lohnt eher. Was liegt da denn noch? 40 Schuss in meinem Magazin. Oh, nochmal mit. Aber kein Blatt. Jetzt kommt der Zombie. Warum kommt. Der hat gerade gelackt. Ja, komm auch rüber geklettert hier. Ich warte. Oh, die fressen wir schon ein bisschen mehr hier, ne?
Er hat nur eine Mütze dabei, oder? Ja, ich glaube, da ist nichts drin. Was hat er hier dabei? Oh, wieder was zu essen hier. Lecker, lecker, lecker. Ich bin so gut wie voll. Ich brauche einen größeren Rucksack. Geht auch wieder nicht. So. Ach, drück mal die 1. Auch nicht. Gehen wir erstmal raus, tappen. Was ist jetzt los? Ist das Ding kaputt? Aha. Ach so, ich weiß warum, wegen Platzmangel. Wir haben ja noch die Feuerwehr-Axt, ne? Okay, Moment. Schmeiß die mal weg jetzt hier, Umgebung. Zack, lass mal in die Hand. Zack, Essen ist immer wichtig. So. Dann nimm mal diese Axt und pack sie mal auf die 1. Die Munition. Oh Gott, da müsste ich ja mal gucken. Die Waffen habe ich das noch gar nicht ausprobiert. Das Waldergewehr. Ich nehme das jetzt mal in die Hand. Und wir brauchen ja ein Magazin, ne? Wir brauchen ein Magazin, sonst kriegen wir die Kugeln dann nicht rein, ne? Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. So, wir haben noch einige Magazine aufgesammelt. Gewehr 43, 10 Rundmagazin. Das Gewehr, was wir tragen, ist Gewehr 43. Okay, nimm mal das Gewehr, nimm mal die Munition in die Hand. Und muss ich jetzt die Munition? Wo ist die Munition? Heilige. Da ist sie. Nee, das ist die hier, ne? Diversen Gewehren. Ich mach die jetzt mal hier rein. Kombinieren. Geht nicht. Tauschen. Geht nicht. Ich hab da. Das geht nicht, das Magazin. Ich hab doch einige Magazine aufgenommen. Hier ist doch auch noch ein Magazin. Schuss KM-74 Magazin. Nee, das geht aber auch nicht. Zeig mir nochmal das Gewehr. Tauschen. Ich brauch seht ihr das unten unter dem Gewehr? Das Magazin, die Magazinform? Ich habe das Magazin, glaube ich, nicht, was ich dafür brauche. Aber Gewehr 43, 10-Round-Magazin. 10-Round-Magazin. Vor dem Walter-Gewehr. Für das Walter-Gewehr, das habe ich doch. Das Walter-Gewehr. Natürlich, das geht doch. Muss ich das erst kombinieren? Kombinieren? Ah. Geht das denn mit Nachladen oder muss denn erst die Munition da rein? Guck mal, das Magazin ist jetzt da drin. Kann ich jetzt die Munition nehmen? Diese Munition hier. Ist das die? Nein, die ist das hier. Mit diversen Gewehren. Vielleicht geht die Munition auch gar nicht hier. Kombinieren. Es geht nicht. Aber ich glaube, ich muss das Magazin erst rausnehmen. Okay, jetzt geht das Magazin. Jetzt ist das Magazin verschwunden, oder was? Hä? Ist das Magazin wieder da? Dann lege ich das Magazin jetzt mal da rein. Und dann ziehe ich das Magazin hier rein. Auch nicht. So, dann nimm das Magazin jetzt mal bitte in die Hand. Drück irgendwie mal R oder so. Tut sich gar nichts. So, die Munition, die hatte ich aber eben schon, ne? Die Munition hier. Die Munition, die kann ich nicht kombinieren. Also dann kann ich die auch nicht da reinpacken. Dann geht die Munition nicht da rein. Ja, ich meine, das war aber so. Man braucht erst Munition. Also man braucht, ach nein, wie heißt denn das Ding hier? Das Magazin und da muss man erst Munition da rein tun. Wenn das komplett ist, dann das in die Waffe rein oder nicht. Ach Mann. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Aber wir haben ja die Pistole hier.
Pistole haben wir. Halbautomatische Pistole mit abnehmbaren Magazin. Taktische Variante. Okay. Das nehmen wir mal in die Hand. So. Magazin ist eins drin. Pistolen Schalldämpfer. Ach, das ist ein Schalldämpfer. Abnehmbar Magazin. Ja, aber Magazin ist da gerade nicht drin. Okay. In der anderen kaputten Waffe, die da noch war, war da vielleicht ein Magazin drin. Guck mal, das geht nämlich auch nicht da rein. Würde das hier rein? Nein. Ich glaube, wir müssen mal weiter looten. Ich glaube, so kommen wir noch nicht weiter hier. So, ich glaube, hier hatten wir alles gelootet. Die Waffe hatte ich hingelegt. Nein, der hat nicht hingelegt. Dies wollte ich aufsammeln hier. Geht nicht, warum nicht? Was da? Oh, zweimal sogar. Guck mal hier, 15 Schuss FX45 Magazin. Da haben wir es doch. Markenlos, das ist für die Pistole. Abnehmbares Kastenmagazin für die FX45 Pistole. Fast bis zu 15 Schuss. ACP-Munition. Ja, endlich mal eine Waffe, wo wir die Munition auch für haben. Und wir haben keinen Platz mehr. Brauchen wir den Kompass? Ich glaube, den Kompass lassen wir erstmal hier. Wir machen erstmal jetzt so. Zack. 40 Schussmagazin, 10 Magazin. Annehmbares Aftermarket Kastenmagazin für kompatible Sturmgewehre der alliierten Streitkräfte. Fast bis zu 40 Schuss Sturmgewehr. Halleluja. Okay, ich glaube, eine Dame. Bis wir mal eine Dame. Ich möchte das eigentlich mitnehmen hier. Dum, dum, dum. Ich wollte gerade sagen, eine Dame finden. Das Seil, was kann man eigentlich mit dem Seil? Festes Seil, mit dem man etwas zusammenbinden kann. Seil, also Gegenstände oder Menschen. Menschen, ja, ich möchte mal Menschen zusammenbinden. Also, ne? Guck mal, hier haben wir noch verpackte 99 Munition. Können wir die aus dem... Doch, dann kriegen wir doch mehr, oder? Das Ding mal auseinander hier. Munition erhalten, oder? Hat er jetzt gedroppt, oder was? Ach, das ist jetzt Papier. Okay, das ist jetzt Papier. Papier lasse ich mal hier. Hat er die Munition jetzt zufällig gesteckt? Man weiß es nicht. Ich packe erstmal diese Munition dahin. Das mag jetzt... Oh Gott, ist das groß. 4 Slot. Ich muss das hier lassen. So, brauchen wir später einen größeren Rucksack. Also Munition ist erstmal wichtiger. Brauche einen größeren Rucksack. Das Looten, das zieht sich ordentlich. Oh, die Munition habe ich ja noch in der Hand hier. Wie hoch kann man die eigentlich stacken? Guck mal, das sind 25 Stück. Wir haben doch dieselbe da. Das sind 9 mal. Können wir die da direkt draufpacken? Nein, das ist ja blöd. 25 ist maximal Stack. Diversen Pistolen. Wir könnten natürlich jetzt mal gucken. Aber wir looten erstmal weiter hier. Taktikhelm, ein schwarzer. Nö, lass mal. Rauchgranate. Wir haben schon eine. Was haben wir denn da hinten noch für eine Waffe? Waltergewehr, okay. Also mit, achso, die Rauchgranate. Ist sie mit Magazin? Nee, wenn man sie, würde es ja angezeigt hier unten, ne? Unter Wald, ja, stimmt. Wegen der Pistole hinten müssen wir nochmal gucken gleich. Oh, da haben wir noch eine Pistole. Ist auch kein Magazin drin. Ist auch demoliert. Was haben wir denn da? Splittergranate. Und was haben wir hier? 7,62 mal 39 mal. Leucht. Was? Leuchtspurmunition. Leuchtspurmunition. Braucht man die? Pyrotechnikladung komplett hier mit diversen Gewehren. Pyrotechnik.
Boah, können wir ja nehmen für Silvester, ne? Ist ja bald. Ich glaube, erstmal die Sardinen. Nimm dir mal die Sardinen in der Hand hier. Wie viel Slot braucht denn die Granate? Zwei Slots. So. Ah, brauche ich wieder das Messer? Wo ist denn das Messer? Ist das auch schon kaputt gegangen, das Messer? Ich habe das Messer nicht mehr. Ah, ich habe einen Dosenöffner. Gott sei Dank. Aber ich gehe jetzt auch mal mit der Machete. So, das Ding haben wir jetzt leer gemacht. Okay. Leckere Sardinen. Dann gucke ich nochmal wegen der Pistole drüben. Ich war mir nicht sicher, ob da ein Magazin drin ist in der Waffe. So, ich weiß ja nicht mehr, wo das war. Das muss hier gewesen sein. Irgendwo. Dö, 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 dö. Das ist noch Munition. Habe ich die echt vergessen? Die haben wir doch auch hier. Die können wir doch stacken hier. Nein, wir können die nicht stacken. Das ist wieder was anderes. Windmunition. Ach so, die, ah, das ist ja. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich glaube, wir lassen den Pilz hier. War das doch im zweiten Gebäude mit der Waffe? Ich lese den Chat gar nicht so mit gerade. Ist sie jetzt despawn, die Waffe? Ich habe, ist auch jetzt egal, komm. Wir gucken nochmal im letzten Gebäude dahin und dann machen wir Feierabend für heute. Aber ihr merkt das, ne? Also ich bin noch der totale Anfänger auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Oh Gott. Ah, da ist wieder so ein Magazin. Was, oh, da ist noch ein Magazin. 20 Schuss La-Magazin. Heilige. Das nehmen wir mal mit. Abnehmbares Kastenmagazin für das La-Kampfgewehr. Fast bis zu 20 Schuss. 300, 308 Windmunition. Die haben wir doch gefunden hier. Da ist die Windmunition. Okay, ich möchte hier eigentlich ungern die Samen. Dim, 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 dim. Das Buch muss ich eigentlich behalten. Ja, kann ich das nicht irgendwie dranhängen? Ne, geht nicht. Entfernungsmesser, brauchen wir den? Ist auch wichtig, ne? Für militärische Einsätze konzipiert, um den Augen zu schützen. Das elastische Kopfband sorgt für. Das, ja. Wir tauschen das mal aus. Komm. Gegen die Brille. Geht nicht? Warum nicht? Das Helm auch nicht? Oder vielleicht die Mütze? Vielleicht die Mütze. Ich muss das ja alles mal austesten hier. Nee. Da vielleicht? Nein. Warte mal, ich nehme die Sonnenbrille mal ab. Für militärische Einsätze kommuniziert um der Augen. Vielleicht muss ich das kombinieren mit einem Helm oder so? Ach, jetzt geht das. Dann ging das wohl nicht. Naja. Okay, dann können wir das Magazin hier auch mitnehmen. Taktischer Gürtel. Feldweste, die können wir auf jeden Fall. Jetzt können wir, also der Slot hier oben nehmen, zwischen der Feueraxt und der Feuerwehrjacke. Wenn da die Weste nicht reingeht, dann weiß ich auch nicht. Und da sind nochmal 30 Slots drin. Ja, nice. Hätte nicht gleich in ersten Gebäude kommen können. So, aber ich lasse trotzdem hier, ne, lasse ich hier und den Gürtel. Naja, kann man verkaufen, ne, aber. Ich dann nehme ich eher Waffen mit.
Passt da nicht noch eine Waffe rein? Jagdstiefel. Guck mal, den nimmt er wieder nicht mit. Boah, die sind aber groß. Guck, muss ich erst wieder in die Hand nehmen und dann da... Boah, ist die Weste auch gleich wieder voll, ne? Was haben wir denn da? Eine SG5K. Ja, nice. Wir haben doch auch so ein Finnsturmgewehr, so ein M4A1. Schulterstütze, ne, das ist für die M4. Guck mal, hier ist sogar Munition mit drin. Komm, nimm die Waffe mal. Ja, das ist natürlich jetzt. Guck mal, diese Schuhe markenlose. Die Stiefel gefallen mir eher wie diese Schuhe hier. Die lass mal bitte hier. Das so, dann ziehen wir da raus. Da krieg ich da wieder nicht rein, ne? Okay, nimm mal die Waffe. Zack. Munition nehmen wir mit. Schuhe brauche ich auf jeden Fall. Okay. Muss gerade mal ein bisschen sortieren. Das machen wir eben noch. Natürlich brauche ich nicht alles. Ich muss gucken, ich muss später klar kommen, was brauche ich nicht. Aber was ich denn nicht brauche, das kann ich ja auch verkaufen, denn beim Trader. So. Das ist doch schon mal gut. Ah, Moment, ich habe doch schon wieder was gesehen. Hier sind noch Granatenslots, ne? Zack, wieder ein Platz gespart. Und man sieht sogar hier vorne die Granate dran baumeln. Sehr schön. So, eine lange Folge heute, Leute, eine lange Folge. Ich könnte natürlich da auch noch was dranhängen und dann mitnehmen und verkaufen. Ich glaube, in Teddy passt auch noch was rein. So, ich werde mich hier heute ausloggen und morgen, mal gucken, eventuell ist hier morgen wieder neuer Loot. Vielleicht auch ein größerer Rucksack, wenn nicht schlecht. Ich mache nämlich jetzt hier Feierabend. Ja, danke wieder fürs Einschalten. Seid gespannt, wie es weitergeht. Und ich werde mich mal beschäftigen. Machen wir das in der Aufnahme zusammen? Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken hier, also wo denn was reinkommt. Und SG5, ja, Maschinenpistole. 9x19 Munition, davon haben wir doch so viel. So, da ist aber kein Magazin drin, ne? Wir haben Magazine. Wir haben da ein Magazin. Würde das da reingehen? Nein, das geht nicht da rein. Das ist für eine andere Waffe. Das ist die Winchester. Guck mal hier. Für das LAG Kampfgewehr. Was bist du so eine Schüsse? 308 Munition. Okay. Wir hatten doch noch ein Magazin gefunden, ne? Oder? Ne. Naja. Ich glaube, das lassen wir erstmal jetzt hier an dieser Stelle. Leute. Ja, so, lol. Es gibt auch Leute, die nicht einen umbringen. Oh, was ein Deutsch jetzt hier. So, Leute. Danke wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Lass mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich drüber. Lass mir einen Kommentar da. Lass mir ein Abo da. Ja. Mensch, ich bin ein bisschen gerade überfordert mit dem ganzen Zeug hier. Ich weiß nicht so. Mal gucken, was du mir nächstes was mitnehmen. Ich muss bestimmt auch einiges entsorgen. Der Trader, wie weit ist der Trader entfernt? PvE-Trader, über 7 Kilometer. Das ist eigentlich eine Ecke, ne? Naja, schauen wir mal. Okay, bis demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.